Da ist er. Schönen guten Morgen, Herr Mangal. Schönen guten Morgen. Morgen, Felix. Ja, erste Frage muss man stellen bei Corona. Wie geht's denn so? Ja, das ist ja auch eine neue Erfahrung für mich. Ich habe jetzt ja 2 Jahre überlebt, ohne dass ich damit in Berührung gekommen bin. Und ausgerechnet jetzt hat es mich dann hier in Berlin erwischt. Mittlerweile ist mein Befinden fast normal. Ich habe etwas Probleme mit Kratzen im Hals und vielleicht mal Halsschmerzen. Aber ansonsten bin ich ziemlich symptomfrei. Ja, Sie klingen ein bisschen durch die Nase, aber das ist ja egal nach einem 3-0 gegen Hoffenheim. Sie waren bei 795 Spielen als Trainer auf der Tribüne und ausgerechnet, auf der Tribüne, auf der Bank natürlich, und ausgerechnet bei Ihrem ersten Spiel für Hertha müssen Sie im Hotelzimmer bleiben. Wie viel Magath steckte denn eigentlich in dem Sieg? Ich meine, Sie waren ja ein paar Kilometer entfernt, konnten nicht vom Spielfeldrand eingreifen. Ist es trotzdem Ihr Sieg? Ja gut, es ist ja so, dass Sie als Trainer immer wieder in Situationen kommen, die so noch nicht da waren. Und ich habe eben gelernt, dass vor allem Flexibilität wichtig ist, um erfolgreich auch eine Mannschaft zu führen. Und jetzt in diesem Falle, wie gesagt, hat natürlich mein Assistent Mark Fotheringham die Hauptarbeit gemacht und ich habe ihm quasi assistiert von meinem Hotelzimmer aus. Und wir haben es geschafft, dass wir diese unglückliche und für alle unerfreuliche Situation doch sehr gut gemeistert haben. Denn die Schwierigkeit bestand ja darin, dass wir erstmal die Spieler, die Mannschaft, das neue Umfeld kennenlernen mussten, um dann schnell richtige Entscheidungen zu treffen. Und da haben wir, obwohl wir auch erst das erste Mal zusammenarbeiten als Trainer gespannt, haben wir das, denke ich, ausgesprochen gut gelöst und haben relativ gute Schlüsse aus dem, was wir erlebt und gesehen haben, gezogen. Felix, du warst ja verbunden mit dem Stadion, warst auch vor dem Spiel und in der Halbzeit live in die Kabine geschaltet. War das eine Standleitung? Wie haben wir uns das vorzustellen? Hast du ständig den Kontakt gehabt oder nur hin und wieder? Ich war über Telefon verbunden mit dem Stadion und habe eben dadurch Papier eben im Zimmer vor dem Fernseher gesessen und hatte so fast gleichzeitig das Bild mit dem Geschehen im Stadion und war im Grunde deswegen auch auf Ballhöhe. Ja, Lars Windhorst, der Hertha-Investor, sitzt hier auch, hat sich natürlich auch extrem gefreut, hat das Spiel in London gesehen. Die Herren kennen sich noch nicht persönlich? Ja, ich freue mich sehr, Herr Magath, dass wir uns über diesen Weg kennenlernen. Erstmal herzlichen Glückwunsch und vor allen Dingen vielen Dank an Sie, dass Sie in dieser schwierigen Phase diese Aufgabe übernommen haben. Und ich wünsche Ihnen da wirklich ganz viel Glück und viel Erfolg in unser aller Sinne. Und freue mich sehr, dass Sie an Bord sind. Ja, vielleicht reicht es mal, mal für eine Tasse Tee, wenn Sie aus der Quarantäne raus sind, Herr Magath. Hallo? Ja, jetzt haben wir. Hörst du uns nicht mehr, Felix? Haben wir gerade ein Problem? Entschuldigung. Wir hatten gerade ein Problem. Ah, okay. Ich freue mich auch, Herr Windhorst, Sie auf diesem Weg jetzt mal kennenzulernen. Und wie gesagt, ich finde es, ein Problem bei uns im Fußball. Bin immer jemand gewesen, der gesagt hat, die Fans gehören zum Fußball mit dazu. Das hat man immer jetzt gerade erlebt in diesen Corona-Zeiten, wenn die Zuschauer nicht im Stadion waren. Oder wie jetzt, dass bei uns im Berliner Olympiastadion halt noch nicht mal die Hälfte besuchen konnte. Und wenn man gesehen hat, wie in anderen Stadien
Stuttgart zum Beispiel die Hütte voll war und die Stimmung halt ganz oben war, hat man ja gerade bei Stuttgart erlebt, was sowas bewirken kann, was sowas mit einem Spielern macht, mit der Mannschaft macht, wie das die beflügeln kann. Und es wäre natürlich schön, wenn wir die gleichen Wettbewerbsbedingungen hätten wie in anderen Bundesländern, um diese schwierige Aufgabe anzugehen. Und das andere noch ist so, ich freue mich immer, wenn jemand Interesse für Fußball hat und in Fußball investiert. Denn natürlich ist es so, dass wir international nur konkurrenzfähig bleiben können, wenn wir auch die nötigen finanziellen Mittel haben. Und insofern, ja, wie gesagt, müsste endlich mal irgendwo eine Versöhnung zwischen den Fans und Investoren stattfinden, weil beide Gruppen brauchen wir, um wirklich Fußball auf höchstem Niveau spielen zu können. Ja, da wird Herr Windhorst bestimmt nicht widersprechen. Absolut nicht. Und ich persönlich war eigentlich positiv überrascht, wie viel Zuspruch ich auch bei den Fans bekommen habe und stehe auch seit einiger Zeit mit vielen von denen im Austausch. Und ich glaube nicht, dass man pauschal sagen kann, es gibt ein Problem zwischen Fans und Investoren. Das ist zumindest nicht mein Eindruck gewesen. Da reden wir gleich noch drüber. Herr Magath, Sie müssen Ihren Bildschirm ein bisschen richten. Sie rutschen gerade langsam aus dem Bild raus. Oh, das ist schlecht. Ja. eine Frage noch. Sie saßen ja allein im Hotelzimmer. Wir konnten ja leider nicht Mäuschen spielen. Ja. Ihr Kölner Kollege Steffen Baumgart, den haben wir vor ein paar Wochen gesehen, wie er in der Quarantäne rumgehüpft ist während des Köln-Spiels. Wie waren Sie denn gestern? Haben Sie einfach auf dem Sofa gesessen oder sind Sie auch quasi mitgegangen wie an der Außenlinie? Wie ist es so emotional mit Ihnen gewesen gestern? Nein, ich habe auf meinem Trainerstuhl gesessen, habe mir das Fernsehbild in Ruhe angeguckt, aber ich war, wie gesagt, immer im Handy verbunden, war deswegen voll konzentriert, um das Bild und das, was ich gehört habe, übereinzubringen. Und wann sehen wir dich auf dem Trainingsplatz wieder? Wann bist du wieder frei getestet? Ich gehe davon aus, dass ich am Mittwoch frei getestet werden kann und deswegen spätestens am Donnerstag wieder auf dem Platz stehen werde. Margaret, eine Abschlussfrage. Jetzt ist Länderspielpause, da haben Sie noch mal ein bisschen Zeit, quasi auch die Mannschaft intensiver kennenzulernen. Wird Hertha ins Trainingslager gehen oder ersparen Sie das Ihren Spielern? Nein, also jetzt die nächste Woche werden wir hier in Berlin natürlich arbeiten. Eventuell kann es sein, dass wir übernächste Woche dann vor der wichtigen Partie in Leverkusen 2-3 Tage zusammen sein werden, damit wir uns halt auch noch besser kennenlernen und hoffentlich erfolgreicher werden können. Ja, es klappt ja schon aus dem Hotelzimmer raus. Ich weiß es nicht. Ja, ist es Magie, wenn ein Trainer so kommt, ein paar Tage trainiert und auf einmal ist da eine völlig andere Mannschaft? Was haben Sie da gemacht? Nein, also ich glaube, das erste Mal ist es halt, sag mal, Systematik. Eine Mannschaft, die vorher erfolglos war, wie gesagt, die ist ja erfolglos, weil das Vertrauen zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr da ist. Insofern hat ein neuer Trainer, wenn er am Anfang kommt, immer schon mal den Vorteil, dass die Spieler sich jetzt neu orientieren und erstmal halt auch glauben, dass der neue Mann ihnen den Erfolg bringen kann. Und so waren wir sehr engagiert gestern in der Partie und haben, wie gesagt, mit einer guten Grundordnung dann letztendlich die Partie auch kontrolliert. Aber es gibt natürlich doch noch viel, viel zu tun, damit wir, sagen wir, so einen Fußball spielen können, dass wir auch in der Liga bleiben werden. Also, wie gesagt, der Sieg war natürlich wunderbar und hilft uns jetzt zu Anfang. Aber wir haben noch viel Arbeit vor uns. Herr Magath, vielen Dank für die Schalte ins Trainerzimmer sozusagen. Viel Erfolg für Hertha. Dass Sie das Ziel schaffen. Es sind ja doch nur einige harte Spieler, die vor euch liegen. Vielen Dank und gute Besserung.